Name ist Johannes Pfeffer. Ich bin der Obmann von dem Verein Museum Monsee, Verein für Kultur und Geschichte des Monseelandes. Wir betreuen 4 Museen: das Österreichische Pfahlbaumuseum, Klostermuseum, in dem wir hier uns befinden jetzt, und das Verkehrs- und Ischlerbahnmuseum und das Bauernmuseum und Freilichtmuseum Monsee-Rauchhaus. Wir zeigen hier im Museum die Funde, die gemacht wurden. Wir zeigen aber auch die Forschungsergebnisse und wie wurde damals geforscht, wie wird heute geforscht. Es sind ca. 10.000 Objekte, die hier im Museum gelagert sind. Ausgestellt ist ein kleiner Teil davon. Und die Tafeln bringen dem Besucher das auch näher, wie hat der Mensch gelebt, welche Werkzeuge haben sie gehabt. Angefangen von den Steinwerkzeugen bis später zu den Kupferwerkzeugen sind ganz interessante Sachen in unseren Vitrinen hier gelagert. Highlight ist natürlich der Monsee Knödel, der Urknödel, die Getreide, Äpfel, Birnenreste, 6000 Jahre alt, sind hier im Original ausgestellt. Das ist was wirklich ganz Gewaltiges, wo die Besucher wirklich staunen und wir selber begeistert sind, dass wir sowas da im Museum haben. Ja, natürlich kann man bei uns im Museum auch den Monsee Pfahlbaukrug kaufen mit dem Pfahlbaubier. Das Original steht bei uns hier in der Vitrine und man kann es besichtigen und ist wunderschön präsentiert. Hier wollen wir auch in Zukunft, wir planen eine Ausstellungsgestaltung, wo wir die Entdeckung der Pfahlbauten mit den Geräten, wie hat man damals geborgen, wie hat man getaucht, die Tauchgeräte dazu. Wir wollen diese Ausstellung, die jetzt schon vorhanden ist, weiter ergänzen und weiterbauen. Und auch die Geräte dazu, Tauchgeräte, Bohrgeräte, wollen wir hier auch dementsprechend zeigen, wie hat das funktioniert und den Besucher näher bringen. Ja, der Erfolg bei Führungen für mich ist auch immer wieder, wenn der Besucher dann das Museum verlässt oder die Besucher und dann an der Kasse beim Hinausgehen sagen, wow, das war gewaltig, wir haben nicht gewusst, dass es in unserer Gegend, wir direkt da am Monsee, Attersee, solche Funde haben und dass das vor 6000 Jahren, viel älter wie die Pyramiden, schon Menschen gelebt haben.